Am 25. Spieltag in der Fußball-Bundesliga trifft der FC Bayern München auf den FSV Mainz 05. Man empfängt die Mainzer zu Hause in der heimischen Allianz Arena. Am Dienstag haben die beiden in der Allianz Arena sehr, sehr überragend und sehr auch überraschend vielleicht mit 3-0 gegen Lazio rumgewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde der Champions League gesichert. Damit haben die Bayern also viel positiven Rückenwind, den sie aus diesem Champions League Viertelfinaleinzug, den die meisten schon abgeschrieben haben, jetzt hier mitnehmen konnten in diese Partie. Die Bayern sind mit zwei Änderungen in diese Partie gestartet und zwar ist einmal Rafael Guerreiro wieder draußen geblieben. Für ihn zurück in der Startelf war Kanadier Alphonso Davies und auf der Doppelsechs war Alexander Pavlovic gesperrt. Für ihn war Konrad Leimer hier in dieser Partie drin. Die Bayern haben gar nicht lange gewartet, um hier anzufangen, richtig loszulegen. Denn in der 13. Minute erzielt Harry Kane das 1:0 für die Bayern. Es fängt alles an mit einem sehr, sehr langen Abwurf von Manuel Neuer auf die rechte Seite. Da hat er Thomas Müller gesehen. Müller kriegt diesen Ball und der spielt dann einen schönen Ball vorher vorm Tor für Jamal Musiala, der den nicht optimal annehmen kann. Mit seinem ersten Kontakt den Ball aber trotzdem auch irgendwo am Torwart vorbeilegt, relativ weit nach außen. Dann ist der Winkel aber zu spitz zum Schießen. Und während Musiala sich quasi um die linke Schulter dreht, um sich wieder in Richtung Strafraum zu drehen, guckt er schon und sieht, okay, da läuft Harry Kane am zweiten Pfosten ein, spielt den Ball mit Druck in die Mitte und dann steht da Harry Kane, um das 1:0 zu erzielen. Die Bayern also mit einer frühen Führung. Und es hat gar nicht lange gedauert, nur 7 Minuten später, in der 19. Minute, beziehungsweise 6 Minuten später, 19. Minute, erhöhen die Bayern auf 2:0. Thomas Müller wird auf rechts außen ziemlich nah an der Außenlinie, beziehungsweise an der Grundlinie der Mainzer gefoult. Und dann sind alle pennen, außer zwei Männer. Und zwar Joshua Kimmich, der wieder Rechtsverteidiger war, kommt angelaufen und man sieht nur in der Wiederholung. Man hat das Tor live gar nicht gesehen, weil man noch in der Wiederholung von dem Foul gefangen war. Aber dann in der Wiederholung von dem Tor sieht man Kimmich, wie er langsam zu diesem Ball trat und wie in der Mitte ein Leon Goretzka wie verrückt in Richtung zweiter Pfosten durchstartet. Die Flanke kommt auf Goretzka und der verwandelt diesen Ball, nickt den per Kopf ein. Harry Kane ist extra weggeblieben vom Ball, der wäre im Abseits gewesen. Leon Goretzka also mit dem 2:0. Und die Bayern haben weiter viele Möglichkeiten gefunden. Die haben heute einfach, und ich habe das glaube ich schon mal gesagt, Thomas Müller hatte es in dem Interview nach dem Leverkusen-Spiel gesagt, die Leverkusen, die zocken einfach, die spielen geilen Fußball. Und genauso haben das die Bayern hier heute auch wieder gemacht. Ihr braucht nicht in die Kommentare schreiben, Mainz 05 ist nur 17. in der Tabelle, gegen die muss man so gewinnen. Bruder, die Bayern haben heute einfach eine geile Partie gemacht. In der 28. Minute gab es dann erst einen Handelfmeter für die Bayern nach einem guten Dribbling von Musiala. Legt er den Ball im Strafraum links auf Harry Kane, der direkt abzieht. Und dann ist es Vandenberg, der den Ball im Endeffekt nur an den Rücken bekommen hat. Deswegen dieses Tor, diese Elfmeterentscheidung völlig zu Recht überprüft worden. Und dann auf eben keinen Elfmeter entschieden. Dann ist es die 30. Minute, also wirklich direkter Gegenschlag nach diesem nicht gegebenen Elfmeter. Die Mainzer kriegen einen Freistoß. Und da steht Amiri und Gruda. Und Gruda tippt diesen Ball nur kurz an. Und Amiri jagt den aus 25 Metern in den Knick. Ein absolutes Traumtor. So wie letzte Woche. Da haben die Bayern auch zwei Traumtore gegen Freiburg kassiert. Jetzt haben die Mainzer hier auch das erste Traumtor direkt mal nachgelegt. Das sollte die Bayern ein bisschen schocken und nach diesem Anschlusstreffer kamen die Mainzer auch stark ins Spiel und hatten einige Möglichkeiten, aber zur Halbzeit, kurz vor der Halbzeit, sollten die Bayern mit einem weiteren Geniestreich nochmal nachziehen und zwar in der 45+7. Minute ist es Leon Goretzka, der im Halbfeld völlig unbedrängt spielt, einen Chipball in den Strafraum schlägt, den kann Harry Kane mit dem rechten Fuß runternehmen und dann einmal auftropfen lassen und dann mit links direkt aufs Tor geschossen und verwandelt Robin Zentner. Auch da wieder machtlos der Schlussmann der Mainzer, musste da erneut hinter sich greifen und das war es dann auch mit dem ersten Durchgang. Das heißt, passend quasi mit dem Schlusspfiff der ersten Halbzeit erzielt Harry Kane hier das nächste Tor. Und es sollte im zweiten Durchgang so weitergehen, wie es im ersten Durchgang aufgehört hat. In der 47. Minute erzielt Thomas Müller das 4:1 für die Bayern. Die Bayern schlagen den Angriff, schneller Konter, Kane verlagert den Ball aus dem Mittelkreis nach links zu Rafael Guerreiro, der spielt Jamal Musiala an. Der lässt Widmer aussteigen und spielt dann den Ball ins Zentrum für Thomas Müller und der drückt den Ball über die Linie. Das also das 4:1 für die Bayern direkt nach der Halbzeit. Dann hat es ein bisschen gedauert, die Bayern haben ein bisschen was rausgenommen an Tempo, aber dann zaubert Jamal Musiala das 5:1 auf dem Platz. Harry Kane macht den Ball richtig gut fest, treibt ihn nach vorne und spielt dann einen Traumpass wirklich auf Jamal Musiala, der dann auf den Torwart zuläuft, den Torwart schlägt und den Ball ins Tor befördert.
zum 5:1. Danach kamen Tell und Gnabry auf den Platz für Leroy Sané und Thomas Müller. Und besonders Serge Gnabry hat gar nicht lange gebraucht, bis er auch hier aktiv wird und Tor schießt. Denn nur 4 Minuten nach seiner Einwechslung in der 66. Spielminute schlägt Leon Goretzka erneut eine butterweiche Flanke in den Strafraum. Und da steht Serge Gnabry, der den Ball irgendwie mit der Hacke durch die Beine vom Keeper der Mainzer schlägt. Durchbringt, wie auch immer. Und der Ball ist dann drin zum tatsächlich 6:1. Es ist so, wie es sich anhört. Es ist einfach eine Machtdemonstration der Bayern gewesen. Und auch das war es noch nicht. Denn in der 70. Minute hat Jamal Musiala ein überragendes Dribbling. Wirklich, mit den Mainzern macht er, was er will. Er hält den Ball gerade so vor der Außenlinie noch im Spiel. Hält ihn gerade so im Spiel. Bringt ihn dann irgendwie mit einem Elastico nochmal vorbei an einem Innenverteidiger und will ihn dann mit dem Außenriss aufs Tor bringen. Der Ball wurde dann abgefälscht. Es gab einen Eckball dafür und aus diesem Eckball resultiert ein weiteres Tor. Eric Dier köpft den Ball aufs Tor und am zweiten Pfosten lang erwartet Harry Kane, der den Ball dann über die Linie drückt. Das Tor wurde erst nicht gegeben wegen Abseits nach der Überprüfung, zählte der Treffer dann aber. Saisontor Nummer 30 für Harry Kane und sein drittes Tor in dieser Partie. Für die Bayern absolut krank. Dann kamen noch Saragossa und Min-Jae Kim für den FC Bayern auf den Platz. Dafür gingen runter Eric Dier und Jamal Musiala, der hier wieder ein Hammerspiel gemacht hat. Und dann ist es nochmal die 92. Minute. Die 92. Minute. Und der FC Bayern schlägt wieder zu. Und es ist wieder Leon Goretzka. Eine weitere Flanke von Joshua Kimmich kommt hier von rechts außen. Und am zweiten Pfosten oder in der Mitte läuft dann wieder Leon Goretzka ein, um hier diesen Ball zu verwandeln. Zum Endstand von 8:1. Ihr habt richtig gehört, der FC Bayern München gewinnt hier eine Partie mit 8:1. Hier seht ihr es nochmal, die Tore. Abonniert natürlich gerne den Kanal, um nichts zu verpassen. Alfonso Davies hat sich leider, das habe ich vergessen zu erwähnen, in der Anfangsphase recht früh verletzt. Dafür kam dann Rafael Guerreiro eben auf den Platz. Die Bayern haben hier eine saugeile Partie gespielt. Jetzt ist der Rückstand erstmal auf nur in Anführungszeichen 7 Punkte verkürzt. Zumindest bis die Leverkusen dann gegen Wolfsburg spielen, die ja auch alles andere als eine starke Phase haben aktuell. Die Bayern also mit einer mehr als überzeugenden Partie hier gegen den FSV Mainz 05 haben sie absolut zerlegt. Harry Kane, überragende Partie, Man of the Match. Leon Goretzka, saustarke Partie, auch definitiv als Man of the Match. Und wie immer auch Jamal Musiala, der ja eine überragende Partie gespielt hat. Wirklich richtig, richtig gut, was diese Männer hier auf den Platz gezaubert haben. Die Bayern wirken wirklich wie entfesselt in diesem neuen System, auch mit den beiden Außenverteidigern, die sehr offensiv spielen. Goretzka, der sich teilweise dann in eine Dreierkette als Innenverteidiger fallen lassen muss. Musiala momentan top in Form, Kane jetzt wieder gut, Müller macht wieder richtig starke Spiele, zuletzt gegen Lazio Rom und auch das Spiel hier. Bei den Mainzern muss man definitiv die Leistung von Gruda hervorheben, der Mann wirklich phänomenal, wie der gespielt hat, der macht richtig Spaß. Es ist ein junger Mann, der glaube ich eine wirklich große Zukunft hat, ist auch 2004er Jahrgang, genau wie ich. Der Mann ist richtig, richtig stark, Leute. Das war's mit diesem Video, check gerne jetzt hier noch ein anderes Video ab, abonniert den Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Hau rein, ciao, ciao.